So, das war der Anstoß zu einem hoffentlich großen Fußballabend hier im Westfalenstadion. Mailand von rechts nach links. Amoroso. Amoroso. Doppelpass. Noch einmal mit Rosicki, Koller und die Chance und das Tor! Abseits. Und die Chance und es gibt Elfmeter. Elfmeter für Borussia Dortmund. Kontra gegen Amoroso. Schauen wir es nochmal an. Hier stiehlt er den Ball vorbei an Kontra, der ihn dann touchiert. Ja, er bleibt stehen, aber das macht der Amoroso natürlich geschickt. Nutzt die Situation, hilft noch ein bisschen nach. Und die Riesenchance für Borussia Dortmund zum frühen Führungstor. Durch den bislang treffsichersten in der Bundesliga, durch Amoroso. Tor! Für Borussia Dortmund, das geht ja gut los heute Abend. Marcio Amoroso, der brasilianische Superstar beim BVB. Keine Chance für Abiati gegen diesen platzierten Schuss des Mannes. Wir haben es im Vorbericht gesehen und gehört, der lange Jahre in Italien gespielt hat und sogar Torschützenkönig in Italien war damals noch, als er für Udine spielte. Ja, Amoroso spielt hier wie aufgedreht heute Abend. Schwerer Stand für den Rumänen Kontra. Amoroso hängt weit zurück. Kann immer noch gehen. Auch das sollte ein Schuss werden und geriet beinahe zur Vorlage für Amoroso. Abseitsposition von Everton. Und zwar auch hier sehr deutlich. Von Pirlo verfolgt. Und da steigt Amoroso hoch. Eckball für den BVB. Ja, und das Signal an die Zuschauer. Es ist ein bisschen ruhig geworden. Wunderbar gespielt. Dieser Fallrückzieher auf seinen Landsmann, auf DD von Amoroso. Strafstoß. Dann haben sie es ein bisschen schleifen lassen, die Dortmunder. Rosicki, jetzt muss der Torschuss kommen. Klasse gemacht. Ein unwiderstehlicher Sturmlauf. Noch aus der eigenen Hälfte heraus. Kurzes Doppelpassspiel. Und dann ist er hier vorbei an Abiati. Aber der Winkel wird zu spitz und Lausen ist da, der Däne. Vielleicht sein bester Auftritt bislang heute Abend. Everton. Oh, und da fällt Amoroso. Es wäre einer Wiederholung wert, was da wirklich passiert ist. Ob er da am Arm festgehalten worden ist. Aber der Schiedsrichter, der auf sein gutes Auge hier gestisch hinweist, ist der Auffassung, da ist nichts gewesen. Schwer auszumachen, wie er da ganz, ganz alt aussehen lässt. Achtung, und die Chance und das 2:0. Und wir bleiben weiter brasilianisch. Marcio Amoroso.
sich gesagt haben, mein lieber Freund, mein lieber Dede, was du da im Halbfeld kannst, das kann ich auch ein Stück weiter vorne. Und dann bleibt es nicht bei brotloser Kunst. Schauen Sie sich das an. Der Heber über Lausen hinweg. Ja, und dann hat er freie Fahrt. Keine Chance für Abbiati. Und der Kerl ist ja wirklich heute Abend übermotiviert. Also ein klasse Tor. Rosicki, Koller, Amoroso und vorher Dede mit der Vorspeise zu diesem Tor sozusagen. Stefan Reuter, bislang recht unauffällig, aber doch sehr effektiv. Hat aber jede Menge zu tun mit Pirlo, den er im Auge behalten muss. Und jetzt vielleicht die Chance zum 3:0. Das ist ein sagenhafter Abend für ihn heute. Marcio Amoroso, ein lupenreiner Hattrick. Und das ist natürlich ein Tänzchen wert. Das wieder eine klasse Kombination und endlich geht's mal hier bis an die Grundlinie ran. Wir werden das hier nochmal sehen in der Wiederholung. Hier kommt der Doppelpass mit Koller und Everton und dann in den Rücken der Abwehr hineingespielt. 3:0 für Borussia Dortmund. Sind Sie ehrlich, meine Damen und Herren, zu sich selbst? Das hätte man zu diesem Zeitpunkt niemals vor dem Spiel vermutet. Deutlich nervös, was sich auch in den Diskussionen mit dem Schiedsrichter widerspiegelt. Ja, hier haben wir die Bemühungen um Amoroso. Ich bin sicher, so wie der ausschaut, der will weitermachen. Aber Amoroso, Dede. Wieder brasilianische Stafette. Reuter. Halbzeit im Westfalenstadion in Dortmund, meine Damen und Herren. Und Dr. Gerd Niebaum, weil wir schon gerade bei den Gardinenpredigten sind, der hatte ja seine Mannschaft in die Pflicht genommen vor dieser Begegnung und gesagt, wir haben in dieser Saison oftmals in den entscheidenden Momenten die Big Points nicht gemacht. Heute sieht es so aus, als wenn durch ihn hier insbesondere das Marcio Amoroso. Adriano Galliani, der Vizepräsident von Mailand, hat dies zumindest so zum Ausdruck gebracht. Amoroso. Schön gelöst von Dede. Außer Zé Roberto in der Bundesliga kein Mittelfeldspieler, der so viele Torvorlagen gegeben hat bislang in der laufenden Saison wie Tomasz Rosicki. Metzelda. Amoroso hat sich weiter zurückfallen lassen jetzt in der zweiten Halbzeit. Und wenn Sie mal genau aufgepasst haben, vorhin zu Beginn des zweiten Durchgangs war er sogar ganz weit hinten. Da hoffte Koller, dass der Ball noch vom Himmel fallen würde. Auf seinen großen Schlappen. Schauen Sie sich das mal an, die Kulisse im Westfalenstadion. Die Welle läuft hier durch. Laola. Zwei Tore eingeleitet. Sowas wie eine hängende Spitze war. Ja, das ist enttäuschend, was sie da im Angriff bieten. Andrei Schewtschenko fehlt an allen Ecken und Enden. Amoroso, in der zweiten Halbzeit nicht mehr so sehr viel von ihm zu sehen gewesen, hat sich vornehm zurückgehalten. Amoroso,
Da ist Giuseppe Reyna. Billy the Kid nennen sie ihn. Und im Übermut verstolpert er hier diesen Ball. Kohler. Das war's, meine Damen und Herren. Ein großer, großer Fußballabend geht zu Ende im Westfalenstadion in Dortmund. Es wird auch gar nicht sehr viel Überzeit hier gespielt. Also das war vom Allerfeinsten, was es der BVB hier angeboten hat heute Abend. Das sind nochmal die nackten Zahlen. Hattrick von Amoroso in der ersten Halbzeit und Heinrich mit dem krönenden Abschluss in einer zweiten Halbzeit, die dann doch nicht mehr so brillant war als der erste Durchgang. Aber wie gesagt, das lässt sich auch aus dem klaren Spielstand heraus erklären. Er ist der Mann des Abends, Marcio Amoroso. Trotz allem müssen wir ihn ein bisschen vorheben, aber ansonsten eine großartige Vorstellung von Borussia.